Leute und herzlich willkommen auf dem Kanal Alte Geschichten neu erzählt. Wie ihr wisst, beschäftige ich mich mit Prophezeiungen. Und mich persönlich beschäftigt schon seit über 20 Jahren ein bestimmtes Thema am meisten. Seit ich um das Jahr 2000 das erste Mal ein Buch mit dem Titel Nostradamus Dritter Weltkrieg in den Händen hielt und mir dieses als damals 16-Jähriger sofort gekauft hatte. In dieser Ausgabe wird es um Russland gehen und das aus einem bestimmten Grund. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Aber wenn man zu dem Thema Dritter Weltkrieg unterschiedliche Prophezeiungen zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Sehern sich anschaut, dann wird man immer wieder auf Russland stoßen. Ich habe ganz bestimmte Sachen mir ausgesucht, die ich euch zeigen möchte. Manch einer wird das Genannte vielleicht in die Propaganda-Ecke zuordnen, ein anderer wird es für völligen Quatsch halten und jemand wird die Quellen als nicht glaubwürdig einstufen. Aber ich verspüre das Bedürfnis danach, das Wissen mit euch zu teilen. Anfangen möchte ich mit den Worten einer Nonne. Sie wurde Sephora genannt. Geboren wurde sie im Jahre 1896 und verstarb im Jahre 1997. Sie ist 101 geworden, stolzes Alter. Menschen, die sie kannten, sagten über sie, dass sie einen regelrecht durchblicken konnte und dass sie Kranke geheilt hatte. Viele sind zu ihrer Lebzeiten zu ihr gepilgert. Die Lebensgeschichte dieser Frau werde ich hier nicht erzählen, obwohl diese sehr interessant ist. Kurz vor ihrem Tod im Jahre 1996 ist sie nach Klukovo gezogen. Das ist ein kleiner Ort südlich von Moskau, an dem Fluss Sirena. Im Jahre 1997, einige Monate vor ihrem Tod, hat sie angefangen, oft lange Gespräche auch über das Schicksal Russlands mit dem Priester Michael zu führen. Er fragte sie über den Antichristen und die Apokalypse aus. Wird es einen Krieg mit den USA geben? Wann kommt das Ende der Welt? Fragte er. Das Ende der Welt? Fragte Sephora. Danach sagte sie, das alles, was in der Offenbarung steht, wird bis zum letzten Wort sich erfüllen werden. Du musst wissen, es wird beginnen, wenn Städte geschlossen werden. Dann beginnt der Countdown von ca. 7 Jahren. Die Nonne Sephora liebte Jerusalem sehr. Obwohl sie zu ihren Lebzeiten noch nie dort gewesen war, wusste sie viel über seine Schreine. Sie sagte zu Michael, geh jetzt, sonst gehst du später nicht mehr raus. Er erinnert sich, wie oft sie dies wiederholte, dass die Städte geschlossen würden und es auch nicht möglich sein wird, nach Jerusalem zu gehen. Und nun folgen weitere Aussagen von anderen Priestern der russischen orthodoxen Kirche zum Dritten Weltkrieg. Solange wir den Mord am Zaren nicht durch nüchterne Reue bereuen, werden wir nicht gut leben, wir werden im Blut baden, sagte Siachim Christofor. Wassanowski Optinski sprach über die Juden, über China und dass sich alles gegen Russland richtet. Oder besser gesagt gegen die Kirche Christi. Denn das russische Volk ist gottesfürchtig. Der wahre Glaube an Christus wird in ihnen bewahrt. Es wartet nichts Gutes auf uns. Es ist gut, wenn die Deutschen zu uns kommen. Nur nicht die Amerikaner, sagte Nikolai Gurianov. Kosmos von Aitolien hat den Dritten Weltkrieg vorausgesagt. Er beschrieb ihn als kurz und erschreckend. Dieser wird in Dalmatien, Serbien, beginnen. Dieser Krieg der Welt, vielleicht der gesamten neuen Weltordnung gegen Russland, wird schreckliche Folgen für die Menschheit haben und Milliarden von Menschenleben fordern. Der Grund dafür wird schmerzlich zu erkennen sein. Serbien. Nach der Wiederauferstehung Russlands wird es einen Dritten Weltkrieg geben und er wird in Jugoslawien beginnen. Der Sieger wird Russland bleiben. Das russische Reich, das nach dem Krieg einen dauerhaften Frieden und Wohlstand auf der Erde etablieren kann, obwohl es die meisten Länder seiner Gegner nicht erobern wird, sagte Matvej Wrefenski. Der Krieg zwischen Russland und Deutschland wird wieder durch Serbien beginnen. Alles wird in Flammen stehen. Große Drangsale werden kommen, aber Russland wird nicht im Feuer untergehen. Weißrussland wird stark leiden. Und dann wird sich Weißrussland vereinigen. Und die Ukraine wird sich nicht mit uns vereinigen. Und dann wird sie sehr weinen. Die Türken werden wieder gegen die Griechen kämpfen. Russland wird den Griechen helfen. Afghanistan wird sich in einem endlosen Krieg befinden. Das müssen Sie wissen. Es wird Krieg geben. Hier und Krieg dort. Und dann werden die sich bekriegenden Länder beschließen, einen gemeinsamen Herrscher zu wählen. Man darf da nicht mitmachen, denn dieser eine Herrscher ist der Antichrist.
Die Trauer wird mit den Ereignissen in Syrien beginnen. Wenn die schrecklichen Ereignisse dort beginnen, fangen sie an zu beten. Beten sie kräftig. Von dort, von Syrien aus, wird alles beginnen. Danach erwartet Trauer in unserem Land, Hunger und Kummer. China wird aus dem Osten und Norden kommen und fast ganz Russland besetzen. Es wird ein Krieg geben und wo er vorübergeht, wird kein Mensch mehr sein. Und vorher wird der Herr den schwachen Menschen kleine Krankheiten schicken und sie werden sterben. Und mit dem Antichristen wird es keine Krankheit mehr geben. Und der dritte Weltkrieg wird nicht mehr der Buße dienen, sondern der Ausrottung. Eine Nonne fragte, es wird also alles untergehen und alle werden sterben? Nein, wenn die Gläubigen mit Blut gewaschen werden, werden sie zur Zahl der Märtyrer gezählt. Aber wenn sie ungläubig sind, kommen sie in die Hölle. Als einen Schritt zur Weltherrschaft werden die Mächte in den USA das Leben ihrer Landsleute auf den Altar des Baal bringen. Diese Mächte, die aus Menschen bestehen, die das satanische Judentum praktizieren und auf den falschen Messias, den Antichristen, warten, werden alles tun, um Kriege und Tragödien von weltweiter Bedeutung zu verursachen. Siachim Christopher sagte, es würde Krieg geben, eine schreckliche Hungersnot auf der ganzen Erde, nicht nur in Russland. Flüsse, Seen, Stauseen und Ozeane werden austrocknen und alle Gletscher werden schmelzen. Und die Berge werden versetzt, die Sonne wird heiß sein. Es wird den dritten Weltkrieg zur Ausrottung geben. Es werden nur noch sehr wenige Menschen auf der Erde sein. Russland wird das Zentrum des Krieges werden. Eines sehr schnellen Krieges. Eines Raketenkrieges. Nachdem der Boden einige Meter in die Tiefe vergiftet wird. Und wer am Leben bleiben wird, der wird es sehr schwer haben. Denn die Erde wird nicht mehr gebären können. Wenn China loslegt, so wird es beginnen. Das erste Ende der Welt ist eine weltweite Flut. Und das zweite Ende ist die Zeit, in der die Erde und der Himmel im Feuer brennen werden. Die Erde wird tot sein. Und dann wird es wieder Menschen geben, neue Menschen. Es wird ein neues Zeitalter geben. Es wird eine Erneuerung des Lichts geben. In der letzten Zeit wird es keine Dämonen in der Hölle geben. Alles wird auf der Erde und in den Menschen sein. Es wird ein furchtbares Unheil über die Erde kommen. Nicht einmal Wasser wird es mehr geben. Dann wird es einen Weltkrieg geben. Es wird Bomben geben, die so stark sind, dass Eisen brennen und Steine schmelzen werden. Es wird Feuer und Rauch und Staub bis zum Himmel geben. Und die Erde wird brennen. Es werden nur noch wenige Menschen übrig sein. Und dann werden sie anfangen zu schreien. Nieder mit dem Krieg, wir wollen nur einen Herrscher. Im Norden werden die Russen in die Länder Skandinaviens eindringen und diese erobern. Finnland, Schweden, Norwegen. Das wird geschehen, denn obwohl diese Länder formal neutral bleiben, wird von ihrem Territorium aus der erste schwere Schlag gegen Russland erfolgen, dessen Opfer die Zivilisten sein werden. Die Türkei wird US-Schiffen und Flugzeugen erlauben, in ihre Meerengen und ihren Luftraum einzudringen, um Russland anzugreifen. Von da an beginnt der Countdown für die Türkei. China wird mit einer Armee von 200 Millionen gegen uns in den Krieg ziehen und ganz Sibirien bis zum Ural besetzen. Die Japaner werden den fernen Osten übernehmen. Russland wird auseinandergerissen werden. Es wird einen schrecklichen Krieg geben. Und das ist auch schon alles, was ich euch zeigen wollte von der Geschichte. Bei meiner Recherche habe ich noch viel mehr herausgefunden und viele andere interessante Texte gelesen. Leider kommen diese Texte nicht in dieses Video, aus dem Grund, dass die Übersetzung so lange dauert für diese Texte. Ja Leute, und trotzdem hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und was denkt ihr über dieses Thema? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Und hiermit verabschiede ich mich von euch, Leute. Bis zur nächsten alten Geschichte, die hier auf dem Kanal neu erzählt wird. Ciao, Leute.
Hallo Leute, herzlich willkommen bei Alte Geschichten Neu Erzählt und willkommen zum zweiten Teil von Prophezeiungen der orthodoxen Priester. Nach dem letzten Video haben mich einige Bitten erreicht, weitere Aussagen vorzulesen. Und hier ist das Video dazu. Legen wir los. Nach dem Krieg wird es eine Hitzewelle geben und eine schreckliche Hungersnot im ganzen Land, nicht nur in Russland. Und die Hitze wird schrecklich sein. Und es wird Ernteausfälle für die letzten 5 oder 7 Jahre geben. Zuerst wird alles wachsen und dann wird der Regen alles überfluten. Und die ganze Ernte wird verfaulen und nichts wird geerntet werden. Die Sonne wird sehr heiß sein. Nach dem Krieg werden wenige Menschen auf der Erde übrig sein. So wenige. Die Menschen werden durstig sein. Sie werden rennen, nach Wasser suchen und es wird kein Wasser geben. Viele Länder werden sich gegen Russland wenden. Aber Russland wird durchhalten, nachdem es die meisten seiner Länder verloren hat. Dieser Krieg, von dem die Heilige Schrift und die Propheten erzählen, wird die Ursache für die Vereinigung der Menschen sein. Die Menschen werden erkennen, dass es unmöglich ist, so weiterzuleben, da sonst alles Leben untergehen wird, und werden sich für eine einheitliche Regierung entscheiden. Dies wird ein Vorläufer der Entronisierung des Antichristen sein. Dann kommt die Christenverfolgung, wenn die Heerscharen aus den Städten in die Tiefe Russlands gehen werden. Wir müssen uns beeilen, um unter den Ersten zu sein, denn viele von denen, die übrig bleiben, werden getötet werden. Simonachinja Antonia sagte, dass der Herr aus dem Osten 5 ansteckende Krankheiten schicken würde, die die Hälfte des Volkes töten würde, die Alten und Kinder. Traurig, sagte sie, das ist schade um die Kinder. Der Herr wird die Hälfte des Volkes wegnehmen. Es wird alles vor dem Krieg sein. Der Krieg wird schnell sein, wobei viele Menschen sterben werden. Jeder, der in Hosen geht, sogar alte Frauen, die in Hosen gehen, werden in die Armee geholt. Sie alle werden im Krieg getötet. Erst wird es Krieg geben, dann den Antichristen. Nikolai sagte, dass laut der Heiligen Schrift nach dem Krieg von der ganzen Menschheit 7% übrig bleiben werden. Gott wird viele Vögel schicken, um an den Leichen zu picken. So wie Mose sein Volk führte, wenn ein Mensch einen anderen Menschen trifft, dann wird es Freude geben. Dann werden sich die Leute versammeln und sagen, wir sind sehr wenige, ein einziger König ist genug. Bis dahin wird eine kurze Zeit ein orthodoxer Zar regieren. So wird der Krieg sein, dass niemand mehr übrig bleibt, außer in einer Schlucht. Sie werden kämpfen und es werden nur 2 oder 3 Staaten übrig bleiben. Und sie werden sagen, lasst uns einen König für das ganze Universum wählen. Mit den vereinten Kräften von Russland und anderen werden Konstantinopel und Jerusalem erobert werden. Bei der Teilung der Türkei wird fast alles bei Russland bleiben und Russland wird in Verbindung mit vielen anderen Ländern Wien einnehmen. Und im Haus der Habsburger werden etwa 7 Millionen gebürtige Wiener übrig bleiben. Und dort wird das Gebiet des Österreichischen Reiches angesiedelt, um Frankreich für ihre Liebe zur Jungfrau Maria, St. Madonna, wird bis zu 17 Millionen Franzosen mit der Hauptstadt von Reims gegeben werden. Und Paris wird völlig zerstört werden. Das Haus der Napoleoniden erhält Sardinien, Korsika und Savoyen. Die unabänderliche Bilanz des Weltkrieges und des russischen Krieges wird 10 Jahre betragen. In Griechenland wird innerhalb von wenigen Wochen die Regierung fallen und wir werden zu Wahlen gehen. Hier wird uns die in der Türkei herrschende Junta angreifen. Pfarrer Leontius von Ivanovo sagte, dass die Kommunisten wieder an die Macht kommen und das Mönchtum zerstören würden. Mönche und Nonnen würden massenhaft ausgerottet, unter das Messer gelegt und eine schreckliche Verfolgung der orthodoxen Christen wird eingeleitet. Dann wird der Klerus auf einen direkten und offenen Gleichschritt mit den Katholiken gehen und die offensichtlichen Ketzer in die Tempel pflanzen. Die Mutter Gottes wird in den Altären der Tempel unsichtbar thronen und es wird unmöglich sein, diese Tempel zu betreten. Und dann wird der Herr die Chinesen auf uns führen. Wenn sie hören, dass die Türken das Wasser des Euphrats stromaufwärts aufstauen und zur Bewässerung verwenden,
Da wissen sie, dass wir bereits in die Vorbereitung für den großen Krieg eingetreten sind und damit der Weg für den 200 Millionen Heer aus dem Sonnenaufgang vorbereitet ist, wie die Offenbarung sagt. Der Nahe Osten wird zum Schauplatz von Kriegen werden, an denen auch die Russen beteiligt sein werden. Viel Blut wird vergossen werden und sogar die Chinesen werden mit einer Armee von 200 Millionen den Euphrat überqueren und Jerusalem erreichen. Ein charakteristisches Vorzeichen für diese Ereignisse wird die Zerstörung der Moschee von Omar sein. Denn ihre Zerstörung bedeutet den Beginn der Arbeiten zum Wiederaufbau des Salomonischen Tempels, der genau an dieser Stelle errichtet wurde. Es wird Krieg geben. Von allen Seiten, wie Heuschrecken, werden die Feinde auf Russland zukriechen. Viele Länder werden über Russland herfallen, aber es wird überleben, nachdem es den größten Teil seines Landes verloren hat. Das russische Volk wird mit allen Mitteln erwürgt werden. Alles ist noch offen. Es wird einen Krieg geben. Und dann werden sie den Antichristen wählen. Es wird Verfolgung, Schikanen und Unterstellungen geben. Und dann wird es Krieg geben. Es wird kurz, aber gewaltig sein. Wer sagt, dass Russland dem Untergang geweiht sei oder längst zerstört ist, der lügt vollkommen. Russland wird nicht verloren gehen und niemals untergehen. Aber dafür muss das gesamte russische Volk eine totale Reinigung von allem Schmutz und allen Lasten durchmachen und so durch große und schwierige Prüfungen gehen. Es ist an der Zeit, zu Gott um Umkehr zu beten. Russland wird nicht untergehen und wird bis zum Ende der Jahrhunderte nicht zerstört werden. Russland wird mit allen slawischen Völkern und Ländern ein mächtiges Reich bilden. Es wird vom orthodoxen Zaren, dem Gesalbten Gottes, bedient werden. In Russland werden alle Spaltungen und Ketzereien verschwinden. Verfolgung der orthodoxen Kirche wird es nicht geben. Gott wird sich dem Heiligen Russlands erbarmen. In Russland wird der Glaube gedeihen. Krieg. Alle werden im Krieg sein. Sie werden kämpfen und sich gegenseitig mit Stöcken schlagen. Und sie werden eine Menge Leute töten. Wenn sie mit Stöcken schlagen, werden sie lachen. Aber wenn die Gewehre anfangen zu schlagen, werden sie weinen. Es wird Kriege geben und wir werden große Nöte erleben. Die Prüfungen sollen uns nicht erschrecken. Wir sollen immer Hoffnung auf Gott haben. Immerhin haben Tausende, Millionen von Märtyrern auf die gleiche Weise gelitten, auch die neuen Märtyrer. Und so sollen wir darauf vorbereitet sein und nicht entsetzt sein. Geduld, Gebet und Vertrauen in die Vorsehung Gottes sollten sein. Beten wir für die Wiederbelebung des Christentums nach all dem, was auf uns zukommt. Dass der Herr uns wirklich die Kraft zur Wiederbelebung gibt. Aber dieses Leid muss ertragen werden. Ja, Leute, das war der zweite Teil von Prophezeiungen und Aussagen der orthodoxen Priester und Nonnen zu den Ereignissen in der Endzeit. Denn alle verbinden den dritten Weltkrieg mit der in der Bibel niedergeschriebenen Offenbarung. Ich weiß, das, was ich hier vorgetragen habe, ist nur eine Sammlung von diesen Aussagen. Denn eigentlich sind diese Aussagen nur aus dem Kontext langer Gespräche mit den Priestern entstanden. Die Priester haben noch viel mehr erzählt und viele andere Details zu dem Thema geschildert. Aber das alles zu übersetzen, würde einfach meine Möglichkeiten sprengen. Ich wollte euch nur einen Überblick darüber geben und euch zeigen, dass es sehr wohl viele andere Menschen außerhalb unserer bekannten Prophetie Bescheid wissen, was auf uns zukommen wird. Es kann nur keiner sagen, wann genau das alles passieren wird. Aber wir wissen ungefähr, was passieren wird durch diese ganzen Aussagen. Und hiermit verabschiede ich mich von euch, Leute. Passt auf euch und eure Familien auf. Und bis zur nächsten alten Geschichte, die hier auf dem Kanal neu erzählt wird. Ciao, Leute.
herzlich willkommen auf dem Kanal Alte Geschichten Neue erzählt. Dieser Beitrag zeigt euch Prophezeiungen vom Chinas Angriff auf Russland, Überschwemmungen und Katastrophen aus der Reihe Prophezeiungen der orthodoxen Priester. Teil 3. Und wir starten mit einer Prophezeiung des Mönchs Ioan aus der Kirche des heiligen Nikolaus im Dorf Nikolskoje. Im April, wenn der Glatzkopf aus dem Mausoleum geholt wird, wird Moskau im Salzwasser versinken und von Moskau wird nicht mehr viel übrig sein. Die Sünder werden noch lange im Salzwasser schwimmen, aber es wird niemand da sein, der sie rettet. Sie werden alle untergehen. Denjenigen unter ihnen, die in Moskau arbeiten, empfehle ich also, bis April dort zu arbeiten. Die Regionen Astrachan und Woronesch werden überflutet werden. Leningrad wird überflutet werden. Die Stadt Zhukovsky wird teilweise zerstört werden. Gott wollte es schon 1999 tun, aber die Mutter Gottes bat ihn, mehr Zeit zu geben. Jetzt ist überhaupt keine Zeit mehr. Nur diejenigen, die aus den Städten aufs Land ziehen, haben eine Chance zu überleben. Ihr solltet nicht mit dem Bau von Häusern in Dörfern beginnen. Dafür ist keine Zeit mehr. Ihr werdet keine Zeit haben. Es ist besser, ein Fertighaus zu kaufen. Es wird eine große Hungersnot geben. Es wird keinen Strom, kein Wasser und kein Gas geben. Nur wer seine Lebensmittel selbst anbaut, hat eine Chance zu überleben. China wird mit einer 200 Millionen Armee gegen uns in den Krieg ziehen und ganz Sibirien bis zum Ural besetzen. Die Japaner werden den fernen Osten übernehmen. Russland wird auseinandergerissen werden. Ein schrecklicher Krieg wird ausbrechen. Russland wird in den Grenzen der Zeit von Zar Iwan dem Schrecklichen bleiben. Der ehrwürdige Seraphim von Sarov wird kommen. Er wird alle slawischen Völker und Nationen vereinen und den König mit sich bringen. Es wird eine solche Hungersnot geben, dass diejenigen, die den Siegel des Antichristen angenommen haben, die Toten essen werden. Und vor allem betet und beeilt euch, euer Leben zu ändern, damit ihr nicht in Sünde lebt, denn es bleibt keine Zeit mehr. Vorhersage vom Erzpriester Wladislav Schumow aus dem Dorf Obuchowo. Das Erdbeben in Moskau wird groß sein. Aus 6 Hügeln in Moskau wird einer werden. Pater Wladislav warnte das russische Volk vor den vielen Gefahren, die jenen auf dem Weg zu Gott erwarten. Ja, die Verfolgung des orthodoxen Glaubens wird immer noch stattfinden. In Russland werden die Kommunisten trotzdem an die Macht kommen. Pater Wladislav sagte auch die kommenden Ereignisse der Weltgeschichte voraus. Japan und Amerika werden gemeinsam unter Wasser gehen. Ganz Australien wird ebenfalls überflutet werden. Amerika wird bis nach Alaska vom Meer überflutet werden. Die Alaska, die wieder uns gehören wird. Die südliche Hälfte Chinas wird vom Indischen Ozean überflutet werden. Und dann werden die Chinesen Tschelabinsk erreichen. Russland wird sich mit den Mongolen verbünden und sie zurückdrängen. Wenn China uns angreift, wird es einen Krieg geben. Aber nachdem die Chinesen Tschelabinsk erobert haben, der Herr wird sie zur Orthodoxie bekehren. Ältester Vissarion sagte, in Russland wird es zu einer Art Stadtstreich kommen. Im selben Jahr werden die Chinesen angreifen. Sie werden den Ural erreichen. Dann wird es eine Einigung der Russen nach dem orthodoxen Prinzip geben. Prophezeiung von Evdokia Chudinovskaya aus dem Dorf Chudinova, im Volk liebevoll gesegnete Danuschka genannt, sagte, bald werden die Chinesen in Tschelabinsk Tee trinken. Ja, das werden sie. Heute habt ihr Ikonen. Aber es wird so kommen, dass ihr eine Ikone im Flur aufhängt und heimlich darauf beten werdet. Denn die Steuern werden für jede Ikone hoch sein. Und es wird nichts geben, womit man zahlen kann. Und es wird der Tag kommen, an dem alle Gläubigen in den Norden verbannt werden. Und ihr werdet beten und euch von Fischen ernähren. Und diejenigen, die nicht verbannt werden, deckt euch mit Petroleum und Lampen ein, denn es wird kein Licht geben. Sammelt euch zu 3 oder 4 Familien in ein Haus und lebt zusammen, da ihr allein nicht überleben werdet. Du nimmst dir ein Stück Brot, kletterst in den Keller und isst es. Wenn du es nicht tust, wird es dir weggenommen oder du wirst sogar dafür getötet. Die gesegnete Jevdokia sagte zu den Menschen, sagt euren Leuten, dass sie jedem vergeben sollen, bevor sie schlafen gehen.
Sie werden unter einer Führung zu Bett gehen und mit einer anderen aufstehen. Es wird alles in der Nacht passieren. Du wirst in deinem Bett einschlafen und am Rande des Lebens aufwachen, wo alles Unvergebene wie ein schwerer Stein auf deiner Seele liegen wird. Aus den Erinnerungen an Jevdokia. Danuschka saß einmal und saß, sie schien zu schlafen. Und dann kam sie zur Wiege mit dem Baby und stach es mit einer Spindel an. So wird es sein. Warum hast du ihm das angetan, Danuschka, fragten wir sie. Ich habe es nicht ihm angetan, ich habe es allen angetan. Und sie zeigte uns, wie alle russischen Kinder aufgespießt werden. Wenn sie dich holen, um dich zu quälen, hab keine Angst. Ein schneller Tod ist besser als Sklaverei, warnte sie. Die Gesegnete wurde gefragt, wann wird das alles passieren? Zuerst werden Kirchen eröffnet, in die niemand geht. Dann werden viele schöne Häuser gebaut und dekoriert, aber bald wird dort niemand mehr wohnen. Die Chinesen werden kommen, sie werden alle auf die Straße werfen. Wann das sein wird, bleibt ein Geheimnis. Ein Mann sagte mir, dass es am Ende der Welt zwei Osternfeste geben wird. Ein wahres Ostern und ein falsches. Die Priesterschaft wird den Falschen feiern und ein Krieg wird ausbrechen. Vorhersage des seligen Nikolai Uralski. Jeder hier hat Angst vor dem Westen, aber wir sollten uns vor China fürchten. Wenn der letzte orthodoxe Patriarch gestürzt wird, wird China in die südlichen Länder gehen. Und die ganze Welt wird schweigen und niemand wird hören, wie die Orthodoxen ausgerottet werden. In die bittere Kälte werden die Frauen, die Alten und die Kinder auf die Straße getrieben und die chinesischen Soldaten werden sich in den warmen Häusern niederlassen. Niemand wird diesen schrecklichen Winter überleben können. Alle werden den gleichen Becher des Todes austrinken. Europa wird sich gegenüber China neutral verhalten. China wird als ein riesiges, uraltes Wesen betrachtet, das durch die Weiten Sibiriens und Zentralasiens isoliert und vor jedem Feind geschützt ist. Die chinesische Armee wird bis zum Kaspischen Meer marschieren. Den chinesischen Soldaten werden Millionen von chinesischen Siedlern folgen und niemand wird sie aufhalten können. Die gesamte indigene Bevölkerung wird zum Aussterben verurteilt. Die Prophezeiungen von Pater Antonius. Zunächst einmal werden alle möglichen technischen Katastrophen eintreten. Das von Menschen geschaffene System der Existenz ist im Grunde satanisch, weil es den Gesetzen Gottes absolut widerspricht. Es wird zusammenbrechen, Flugzeuge werden abstürzen, Schiffe werden sinken, Atomkraftwerke und Chemieanlagen werden explodieren. Und all dies wird vor dem Hintergrund schrecklicher Naturphänomene geschehen, die überall auf der Erde, aber besonders stark in Amerika auftreten werden. Es wird Wirbelstürme von noch nie dagewesener Stärke geben, Erdbeben, schwere Dürreperioden und sintflutartige Regenfälle. Die Städte werden ein schreckliches Anblick sein. Selbst die Städte, die der totalen Zerstörung entgehen, werden ohne Wasser, Strom, Wärme und Lebensmittelversorgung riesigen Steinsärgen ähneln. So viele Menschen werden sterben. Banditenbanden werden immer wieder Gräueltaten begehen. Selbst tagsüber wird es gefährlich sein, sich in der Stadt zu bewegen. Und nachts werden sich die Menschen in großen Gruppen versammeln, um zu versuchen, bis zum Morgen zu überleben. Die aufgehende Sonne wird leider nicht die Freude über einen neuen Tag ankündigen, sondern den Kummer darüber, den Tag durchleben zu müssen. China wird den größten Teil Russlands übernehmen. Alle Länder hinter den Bergen werden gelb sein. Nur die Macht des gesegneten Andreas, seinen großen Nachkommens Alexander und der nächsten Sprossen aus ihren Wurzeln werden überleben. Das, was überlebt hat, bleibt bestehen. Das bedeutet aber nicht, dass der russische orthodoxe Staat in der Herrschaft des Antichristen überleben wird. Nein, der Name wird vielleicht überstehen, aber die Lebensweise wird nicht großrussisch, nicht orthodox sein. Das Leben der ehemaligen orthodoxen Einwohner wird von nicht-russischen Grundsätzen bestimmt. Die gelbe Invasion ist nicht die einzige. Es wird eine schwarze Invasion geben. Hungrige, von unheilbaren Krankheiten befallene Afrikaner werden unsere Städte und Gemeinden bevölkern. Und es wird viel, viel schlimmer sein als die jetzige Invasion von Eingeborenen aus dem Kaukasus und Zentralasien. Aber auch sie werden eure Aufmerksamkeit gewinnen. Ihre Zahl wird wachsen. Sie werden gerne alles annehmen, was ihnen für den Linseneintopf angeboten wird.
Sie werden sich der Vereinigten Kirche anschließen. Sie werden den Antichristen annehmen. Archimandrit Serafim aus dem Dorf Rakitnaya beschrieb die zukünftige Entwicklung in Russland wie folgt. Die größte Tragödie wird die Übernahme Sibiriens durch China sein. Es wird nicht auf militärische Weise geschehen. Die Chinesen werden aufgrund der Schwächung der Behörden und der offenen Grenzen in Scharen nach Sibirien umsiedeln, Immobilien, Unternehmen und Wohnungen aufkaufen. Sie nutzen Bestechung, Einschüchterung und Absprache mit den Machthabern, um allmählich das Wirtschaftsleben in den Städten zu übernehmen. Alles wird so ablaufen, dass die in Sibirien lebenden Russen eines Morgens im chinesischen Stadt aufwachen. Das Schicksal derjenigen, die dort bleiben, wird tragisch, aber nicht hoffnungslos sein. Die Chinesen werden jeden Versuch des Widerstands brutal niederschlagen. Der Westen wird dieser schleichenden Eroberung unseres Landes Vorschub leisten und Chinas militärische und wirtschaftliche Macht aus Hass auf Russland auf jede erdenkliche Weise unterstützen. Aber dann werden sie die Gefahr selbst erkennen. Und wenn die Chinesen versuchen, den Ural mit militärischer Gewalt zu erobern und weiter vorzudringen, werden sie dies in jeder Weise verhindern und Russland vielleicht sogar helfen, die Invasion aus dem Osten abzuwehren. Russland muss diesen Kampf aushalten. Nach dem Leiden und der völligen Verarmung wird es die Kraft finden, sich zu erholen. Ja Leute, das war der dritte Teil der Aussagen der orthodoxen Priester. Ich gebe zwar mein Bestes, aber die Texte sind nicht immer einfach zu knacken. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und bis zur nächsten alten Geschichte, die hier auf dem Kanal neu erzählt wird. Ciao Leute!